Plattjak vereinfachte Basisstrategie von Selnk Genzi Selzank Genzi. Die Basisstrategie ist nach wie vor das beste Mittel, sich beim Blackjack, ohne die Zusammensetzung der im Spiel verbleibenden Karten zu kennen, gegen die Bank zu behaupten. Sie basiert allein auf der Kenntnis der beiden Karten des Spielers und der aufgedeckten Karte der Bank. Die Basisstrategie bietet die beste Art und Weise, sich gegen die Bank zu verteidigen. Auf lange Sicht wird der Anwender der Basisstrategie immer besser als derjenige abschneiden, der sich nicht an diese Strategie hält. Natürlich erlebt auch der Anwender der Basisstrategie das Unvermeidliche auf- und ab während seines Spiels, aber auf Dauer wird er seinen Verlust minimieren. Die Basisstrategie gibt für jede Situation Anweisungen. Stehen der Spieler zieht keine Karte mehr, ziehen der Spieler zieht noch eine Karte oder mehrere Karten, doppeln der Spieler kann seinen Einsatz verdoppeln, bekommt aber nur noch eine Karte, teilen der Spieler spielt zwei Hände, wenn er zu Beginn zwei gleiche Karten erhält. Er erhält so viele Karten, wie er will, und kann auch den Einsatz einer zusätzlichen Hand verdoppeln. Insgesamt gibt es, abhängig von den eigenen beiden Startkarten und der Aufkarte der Bank, 250 Situationen, die der akribische Basisstrategie-Anwender beachten muss. Noch ein Wort zu der Versicherung, die stets angeboten wird, wenn die Bank ein Ass aufgedeckt hat und ein Blackjack der Bank droht. Die Versicherung gegen einen Blackjack der Bank ist ein schlechtes Geschäft, kostet sie doch auf Dauer 7,8% der Versicherungseinsätze. Ein schlechtes Geschäft ist auch Even Money bzw. eine Versicherung gegen einen Blackjack der Bank, wenn dieser ein Ass aufgedeckt und der Spieler einen Blackjack hat. In diesen Fällen verliert der Spieler immerhin noch 0,4% seiner Versicherungseinsätze. Die, wie schon erwähnt, muss der Spieler, der die Basisstrategie verwendet, ein gutes Gedächtnis haben, um alle möglichen Entscheidungen griffbereit zu haben. Mit dieser Gedächtnisleistung sind viele Blackjack-Spieler überfordert, oder sie wollen in erster Linie Spaß haben und messen den mathematischen Gegebenheiten weniger Bedeutung zu, selbst wenn diese Vernachlässigung der Mathematik sie auf dauerbares Geld kostet. Der Blackjack-Experte Huck Clifford hat es sich zur Aufgabe gemacht, die herkömmliche Basisstrategie so zu vereinfachen, und das ohne ihre Effektivität zu schmälern, dass jeder Blackjack-Interessent diese vereinfachte Version problemlos in sein Spiel integrieren kann. Der Lernaufwand für die neue Version beträgt im Vergleich zu dem für die traditionelle Basisstrategie nur noch 9%. Es wird hier unterschieden, ob es sich bei der Hand des Spielers um eine Hardhand oder eine Softhand handelt. Eine Hardhand ist eine Hand, die keine Asse aufweist bzw. Asse aufweist, die nur als ein Punkt gezählt werden können, anderenfalls würde sich der Spieler überkaufen. Eine Safthand ist eine Hand, die ein Ass oder mehrere Asse aufweist, die mit einem oder 11 Punkten gezählt werden können. Card have a nice day, Z gleich ziehen, S gleich stehen, D gleich doppeln. Beispiel, der Spieler hat 13 Punkte, er bleibt gegen eine 2-6 der Bank stehen. Er zieht gegen eine 7 oder eine höhere Karte der Bank. Erläuterung: Hardhandspieler hat 4-8 Punkte, B, Bank zeigt 2-6 gleichziehen, Spieler hat 4-8 Punkte, Bank zeigt 7 Ass gleichziehen, Spieler hat 9 Punkte, Bank zeigt 2-6 gleich doppeln, Spieler hat 9 Punkte, Bank zeigt 7 Ass gleichziehen, Spieler hat 10-11 Punkte und hat mehr Punkte als Bank gleich doppeln. Spieler hat 12-16 Punkte, Bank zeigt 2-6 gleichstehen. Spieler hat 12-16 Punkte, Bank zeigt 7 Ass gleichziehen. Achtung, wenn der Spieler ziehen muss, zieht er immer so lange, bis er mindestens 17 Punkte erreicht hat. 4-8-19-11-12-16-17-21 Hand der S-Spieler S auf Karte der Bank 2-6-Z-D-S-S-7-Ass-Z-Z-Z-S-D. Wenn mehr als Bank Saft have a nice day, Z gleich ziehen, S gleich stehen, D gleich doppeln. Beispiel, der Spieler hat Saft 16, er doppelt gegen eine 2-6 der Bank, er zieht gegen eine 7 oder eine höhere Karte der Bank. Erläuterung: Saft Hand, Spieler hat 13-15 Punkte, Bank zeigt 2-6 gleich ziehen, Spieler hat 13-15 Punkte,
Bank zeigt 7 Ass gleich ziehen. Spieler hat 16, 18 Punkte. Bank zeigt 2, 6 gleich doppeln. Spieler hat 16, 18 Punkte. Bank zeigt 7 Ass gleich ziehen. Achtung! Wenn der Spieler ziehen muss, zieht er immer so lange, bis er mindestens 17 Punkte erreicht hat. 13, 15, 16, 18, 19, 21 Hand der S-Spieler S auf Karte der Bank 2, 6, Z, D, S, 7, As, Z, Z, S teilen, Z gleich ziehen, T gleich teilen, S gleich stehen. Beispiel, der Spieler teilt mit 22 gegen eine 2, 6 der Bank, er zieht gegen eine 7 oder eine höhere Karte der Bank. Erläuterung, teilen, Spieler hat 22, 33, 66, 77, 99, Bank zeigt 2, 6 Punkte gleich teilen, Spieler hat 22, 33, 66, 77, 99, Bank zeigt 7 Ass gleich ziehen, Spieler hat 88, Ass Ass, Bank zeigt 2, 6 gleich teilen, Spieler hat 88, Ass Ass, Bank zeigt 7 Ass gleich teilen, Spieler hat 44, 55, 1010 gleich diese Paare werden NIE geteilt. Anmerkungen. Erstens, bei Soft Hands wird bis maximal 18 Punkte gezogen. Zweitens, 55 werden niemals geteilt, sondern gegebenenfalls gedoppelt. Drittens, 88 werden NUR geteilt gegen eine 10 oder ein Ass der Bank, wenn eine Blackjack-Prüfung vorgenommen wird. Viertens, wenn der Spieler mit den ersten beiden Karten 10 oder 11 Punkte und mindestens einen Punkt mehr als die Bank hat, Spieler hat 11 Punkte, Bank zeigt zum Beispiel eine 10, so doppelt er. Hat der Spieler 9 Punkte und die Bank zeigt eine 9, so doppelt er nicht, sondern zieht. 22, 33, 66, 77, 99, 88, Ass Ass 44, 55, 1010 Hand der S-Spieler S auf Karte der Bank 2, 6, T, T, Z, 7, As, Z, T, Z bzw. S der Spieler, der die verkürzte Anwendung der Basisstrategie in sein Spiel integriert, muss sich immer darüber im Klaren sein, dass er durch diese Maßnahme den kleinen mathematischen Nachteil minimiert und auf Dauer optimal spielt.